Halterinnen und Halter, die heute hier sind bei den Dog Days in der Blue City. Es ist wirklich eine unglaublich schöne Messe. Es sind so viele Fans von Hunden da und natürlich auch solche, die es noch werden möchten. Wir sind ja auch sehr froh darüber, wenn wir ein bisschen Inspiration geben können, damit man sich auch einen Hund vielleicht anschafft. Wir haben jetzt hier eine wirklich ganz kompetente Hundekennerin im Fachjargon. Kynologin heißt das, bei uns auf der Bühne, und zwar ist das die Sarah Lena. Ich freue mich ganz besonders auf deinen Vortrag jetzt hier auf der Bühne am Palmenplatz. Bitte, Sarah. Danke. Ja, mein Name ist Sarah Lena. Ich bin studierte Kynologin, das heißt, ich habe Hundewissenschaften auf der Veterinärmedizinischen Universität in Wien studiert, habe auch ein Biologiestudium absolviert in Graz zuvor und bin jetzt als Tiertrainerin, also nicht nur Hunde, sondern allgemein Tiere, in Oberösterreich selbstständig und das heutige Thema, das Ausdrucksverhalten des Hundes, also die Hundesprache, das ist so eines meiner Lieblingsthemen, weil man muss die Sprache des Hundes verstehen können, um Hunde verstehen zu können. Und je besser wir die Hundesprache verstehen können, desto besser können uns die Hunde dann auch wieder verstehen und man kann sich darauf abstimmen. Auch meine Abschlussarbeit bei den Hundewissenschaften hat sich diesem Thema gewidmet. Da habe ich erforscht quasi, wie gut können die Leute das Hundeverhalten lesen und wie sind da die Unterschiede. Also macht Alter einen Unterschied, macht das Geschlecht einen Unterschied, macht es einen Unterschied, ob man einen Hund hat, ob man mehrere Hunde hat. Und das war recht spannend, da viele Sachen herauszufinden und da habe ich mich auch sehr in das Thema eingelesen und vertieft. Ich selbst habe einen chinesischen Schopfhund. Den sieht man einmal da auf der Präsentation, die Taluna, die ist 7,5 Jahre alt. Also generell bitte schauen, dass ihr die Präsentation jetzt sehen könnt, weil Hundeverhalten zu erklären ohne Bilder dazu ist dann ein bisschen schwierig, vor allem das dann zu verstehen, worum es geht. Also starte ich gleich einmal, wozu braucht man überhaupt die Hundesprache? Wie bereits gesagt, es ist wichtig, dass wir die Hunde verstehen können und ihre Signale richtig deuten können, um mit ihm umgehen zu können, aber auch um Gefahren zu verringern. Das heißt, wenn man merkt, okay, der Hund hat Stress, ihm gefällt eine Situation nicht, dann muss der Hund in der Situation nicht weiter eskalieren, bis zum Beißen hin. Wenn man sagt, okay, man hat bereits kleine Voranzeichen gesehen und kann die Situation verlassen, kann die Situation so abändern, dass es einfach in Ordnung geht für Hund und Mensch. Das heißt, man kann somit Konflikte lösen, Gefahren verringern, man versteht einander besser. Das bedeutet, man hat automatisch auch mehr Spaß im Alltag und es macht insgesamt auch Freude, das Hundeverhalten zu lesen, sich damit auseinanderzusetzen. Und es ist meiner Meinung nach etwas, wo man nie auslernt. Also wie bei der Menschensprache, die man ewig lernen kann und wo wir, obwohl wir sie von Geburt an, vom ersten Tag an lernen, eigentlich noch immer nicht ganz perfekt beherrschen können, ist es auch so bei der Hundesprache, die ja doch eine Fremdsprache in dem Sinne ist, dass man einfach nie auslernt, immer weiter beobachten kann. Und da hilft es wirklich ganz viel, seinen eigenen Hund zu beobachten und auch andere Hunde. Was mir immer ein besonderes Anliegen ist, zu unterscheiden, was ist eine Beschreibung und was ist eine Interpretation. Eine Beschreibung ist das, was wir wirklich sehen. Also das, was der Hund wirklich zeigt an Verhalten. Das heißt, es sind jetzt die Ohren aufgestellt, sind die Ohren zurückgelegt, ist die Rute hochgetragen, niedergetragen, steht der Hund, sitzt der Hund, wie richtet er sich auf andere Hunde aus? Also wirklich das, was man quasi messen, beschreiben kann und wirklich sehen kann, ohne zu interpretieren. Auf der zweiten Seite haben wir die Interpretation, die folgt in der Regel nach der Beschreibung im Idealfall. Und die Interpretation ist dann, dass man sagt, okay, man hat das beschrieben, diese Verhaltensweisen, und das ist jetzt meine Interpretation, das ist Spielverhalten, das ist Freude, das ist Angst, das ist Aggression, also das ist die Interpretation. Und man merkt dann recht schnell, die Interpretation ist auch abhängig vom eigenen Charakter, von Vorerfahrungen, Motivation, also auch wie man gerade drauf ist. Wenn man vielleicht mit einem Hund eine negative Erfahrung gemacht hat, dass man sagt, okay, da hat man so einen unerzogenen, sagen wir mal, Labrador gehabt, einen Blonden, und der ist dann immer hochgesprungen und hat immer das weiße Gewand dreckig gemacht. Dann neigt man dazu, dass man eher sagt, okay, ein anderer Labrador, na, der wird wahrscheinlich auch so sein, und na, der ist gar nicht fröhlich und bleibt gar nicht brav unten, sondern na, der hält mal lieber Abstand.
andersherum wieder, wenn man mit einem Hund besonders gute Erfahrungen gemacht hat, wenn man sagt, okay, da ist ein Hund, ein Schäferhund, der war immer so lieb und nett und super freundlich, mit dem habe ich mich immer gut verstanden, der hat so gern Ball gespielt und man hat immer gemeinsam was unternehmen können, war immer lustig, dann wird man auch eher dazu geneigt sein, zu sagen, okay, ein anderer Schäferhund kommt, na, da habe ich gleich positive Gefühle, fühle mich an das ganze Gute erinnert und der wird sicher nur gut meinen. Und so oder so sind es einfach Vorurteile, die wir haben und die wir einfach in die Interpretation dann mit einbringen. Also das ist ganz normal und menschlich. Und daher ist es wichtig, dass wir zuerst beschreiben, das, was wir wirklich sehen, und dann erst interpretieren. Weil dann wird die Interpretation ehrlicher und man kommt drauf, okay, der Hund, der mir anfangs super freundlich vorgekommen ist, der ist vielleicht gar nicht so freundlich, sondern fühlt sich eigentlich in der Situation gar nicht so wohl, möchte eher Abstand halten. Und das erkennt man dann an seinen Zeichen. Oder der Hund, wo man sagt, okay, der habe ich mal gedacht, der ist eher unfreundlich, der ist aufdringlich, der ist vielleicht gar nicht so, sondern ist einfach nett und freundlich unterwegs, ohne irgendwas Negatives machen zu wollen. Also da zuerst beschreiben und dann interpretieren. Eine ganz einfache Sache, die ich immer wieder gern bringe, ist es, die Richtungen zu beachten. Also man sieht da ganz gut an dem Hund, es zeigen zwei Pfeile in Rot und zwei in Blau. Das heißt, alles, was nach vorne geht und nach oben von der Körpersprache, sei es jetzt die Ohren nach vorne, Körperschwerpunkt nach vorne, also alles, was nach vorne und oben ausgerichtet ist, zeigt eine Tendenz an, dass der Hund nach vorne gehen will. Alles, was nach unten und nach hinten ausgerichtet ist, sei es jetzt einfach der Körperschwerpunkt nach hinten, dass der Hund eher sitzt, eher zurückgeneigt ist, die Ohren zurück, die Gesichtsmimik zurück, also da ganz viele kleine Signale zusammengenommen, zeigt eher die Tendenz an, dass der Hund zurückweichen will, dass er Abstand will, eher in der Fluchtbereitschaft ist sozusagen. Wenn man jetzt merkt, okay, die einen Signale sind so, die anderen so, das ist ein richtiges Mischmasch, dann merkt man, dass der Hund einen Konflikt hat. Dann weiß er nicht, vor oder zurück, was soll er jetzt machen, da hat er sich noch nicht entschieden. Also das ist eine ganz einfache Sache, einfach einmal darauf achten, wie sind die Körper, also die einzelnen Körperteile beim Hund und was könnten die bedeuten. Generell fange ich bei der Beschreibung immer gerne systematisch an. Das heißt, man fängt an beim Kopf, was sieht man beim Maul, wie ist das, offen, geschlossen, sind irgendwelche Falten da, bei den Augen, wie sind die, weit geöffnet, geschlossen, die Ohren vorgestellt, aufgestellt, zurückgelegt. Wie ist der Kopf von der Position, wo ist der Körperschwerpunkt, was machen die einzelnen Beine gerade und wie ist die Rutenhaltung. Also da am besten vorne mal anfangen und einfach bis hinten durcharbeiten und einfach mal schauen, was sieht man eigentlich. Und wenn man das mehr übt, dann sieht man auch mehr das große Ganze. Also das ist ganz normal, dass man am Anfang da ein bisschen überfordert ist und sagt, boah, in Echtzeit zwei Hunde spielen, keine Ahnung, was eigentlich passiert ist. Das lernt man dann mit der Zeit, dass man immer mehr wahrnimmt, weil das Auge immer geschulter wird. Ein typisches Verhalten ist einmal die Orientierung. Da gibt es die Orientierung in der Nähe, dass irgendwas nah ist, oder die Orientierung in der Ferne. Auf dem Bild, was wird man wohl sehen? Eine Nahorientierung oder eine Fernorientierung. Der Hund blickt nach vorne, Blick gehoben, die Ohren nach vorne gestellt, die Rute ein bisschen nach unten, das Ende hochgestellt. Körperschwerpunkt ist bei dem relativ mittig, der steht noch recht gut, aber das ist schon eine Fernorientierung. Das heißt, Fernorientierung ist schon mal den Horizont abscannen, schauen, was ist da hinten alles los. Nahorientierung ist auch, wie sich der Hund mit neuen Objekten auseinandersetzt. Wenn er schnüffelt, man kann erkennen, ob ein Hund jetzt an einer Hundemarkierung, also Urin von anderen Hunden schnüffelt, oder ob er zum Beispiel an einer Wildspur schnüffelt. Und bei der Wildspur können geübte Leute auch sagen, das ist jetzt ein Hase, an dem er schnüffelt, das ist ein Fasan, der vorbeigekommen ist oder da ist gerade ein Reh gelaufen. Das ist alles was, was man aus der Körpersprache mit Übung dann herauslesen kann. Eine weitere Verhaltensweise ist das Komfortverhalten. Komfortverhalten ist alles, was der Hund zeigt, damit er sich wohlfühlt. Das kann jetzt abschlecken, putzen sein, das kann einfach irgendwo hinschmiegen sein, geschrubbt werden oder auch wälzen. Da habe ich ein Video mitgebracht von einem Ritschbeck, der Komfortverhalten zeigt, der sich da begeistert in einer Sandmulde herumwälzt und wuselt. Da merkt man auch bei dem Hund, die
Also die Bewegungen sind sehr ausgelassen. Der wurzelt sich herum. So ein Verhalten zeigt ein Hund, wenn er sich sicher fühlt. Wenn er jetzt Angst hat, dass da irgendwas Gefährliches daherkommt, dann kann ein Hund kaum Komfortverhalten zeigen, weil man muss ja immer auf der Pass sein. Und wenn man sich so herumwurzelt und den Sand überall verteilt, dann kriegt man gar nicht mit, wenn irgendeine Gefahr kommen würde. Und die Hündin hat sich da sehr exzessiv im Sand gegeben. Das machen auch viele Hunde gern, dass sie sich am Teppich daheim wuseln, wenn sie nach dem Spaziergang nach Hause kommen oder so. Da zeigen sie, dass sie sich wohlfühlen. Ja, also da ist gerade die Frage gekommen, ob wenn die Hunde sich in etwas stinken, wälzen, ob das auch Komfortverhalten ist. Das ist generell noch nicht ganz nachgewiesen, warum die Hunde das eigentlich machen. Also lange war angenommen, dass die Hunde sich in dem Kot von anderen Tieren oder sowas wälzen, damit sie quasi einen Tarngeruch haben, was aber nicht wirklich Sinn macht, weil welches Reh denkt sie, okay, da riecht er nach Rehgacka, also ist er harmlos. Also da gibt es noch viele Mysterien herum. Ich persönlich glaube einfach, dass sie für die Hunde super gut riecht. Ich meine, sie fressen die ganzen Sachen auch ganz gerne. Und das ist so richtig mit Parfum einreiben. Also auch in toten Tieren wälzen, das riecht dann richtig gut. Dann ist man so in dieser Duftwolke. Und die meisten Hunde, die sich da gewälzt haben, das erkennt man auch ganz gut, die kommen dann so richtig frisch wieder heraus mit ihrem extra Odeur und sind richtig lustig unterwegs. Ist natürlich auch ein gewisses Komfortverhalten, was halt einen spezielleren Auslöser hat. Aber der Hund macht es auch zum Wohlfühlen. Eine ganz wichtige Verhaltensweise ist das Stressverhalten. Oft gibt es die Meinung, dass Stressverhalten unbedingt vermieden werden soll. Also da sagt man, okay, der Hund, der blinzelt zu oft, der hat Stress, aus der Situation raus. Generell ist Stress ein ganz normales Verhalten. So wie wir Menschen auch oft Stress haben, sei es jetzt, dass ein positiver Stress ist, unternimmt man was Lustiges, man fährt zum Beispiel her in die Plus City, man möchte einkaufen gehen, man ist schon richtig aufgeregt, was macht man als Nächster, was nimmt man sich alles vor, und man dann stresst, dass man loskommt. Ist Stressverhalten. Oder negatives Stressverhalten, man muss eine Prüfung schreiben, man hat da irgendeinen Druck und fühlt sich in der Situation nicht wohl und ist ebenso gestresst. Also Stress ist ganz ein normales Verhalten. Wichtig ist, dass Stress nicht chronisch auftritt. Das heißt, chronischer Stress ist ein dauerhafter Stress, der ist ständig da, der Hund kann nicht mehr normal runterfahren. Das ist zum Beispiel, wenn Hunde Probleme mit Artgenossen haben oder Angst vor Menschen haben und die dann regelmäßig spazieren gehen. Jeden Tag treffen sie wieder die anderen, jeden Tag haben sie wieder einen Stress und können eigentlich nie wirklich entspannen. Der Hormonlevel kann sich nie normalisieren und das ist dann auch für die Organe schädigend. Also normale Stressanzeichen, einmal zwischendurch, das ist ganz normal, bereitet vor auf Flucht oder auch Angriffsverhalten. Also da wird der Hund einfach von den Adrenalinen gepusht sozusagen, dass er aktionsbereit ist. Von dem her eigentlich, per se ein gesundes Verhalten sollte halt nicht dauerhaft sein. Auf dem Bild sieht man jetzt zwei typische Stresszeichen. Einmal ein Gähnen in einer Situation, wo der Hund nicht müde ist und einmal ein Schütteln. Das Schütteln zeigen die Hunde auch ganz oft, wenn sie Situationen wechseln. Also wenn sie zum Beispiel auf dem Tierarzttisch drauf gewesen sind, gerade Behandlung gehabt haben, dann kommen sie runter und schütteln sich. Und das ist so ein richtiges Stresszeichen, das heißt, okay, die Situation war gerade nicht angenehm und jetzt verlassen wir die Situation wieder und können wieder normal sein. Also das bringt die Hunde dann auch ganz gut runter. Und Gähnen ist ebenso ein Stresszeichen, was sehr häufig auftritt und oft sehr früh auch schon gezeigt wird. Und das zeigt auch einfach, dass der Hund da einen Konflikt hat, eine Situation, mit der er sich nicht ganz wohl fühlt. Hier haben wir ein weiteres Stressbild. Der Hund hat ein typisches Stressgesicht, wenn man das so sagen kann. Das ist ein Stresshechel mit weit nach hinten gezogenen Lefzen. Die sind sehr rund, die Zunge hängt heraus. Wenn man das jetzt ein Video wäre, wäre das ein ganz schnelles Atmen von dem Hund. Und auch der Blick ist sehr starr, ein bisschen geöffnet und die ganze Körperhaltung ist eher ein bisschen gedämpft, gedückt. Das ist ein typisches Stressanzeichen, noch in einer leichteren Version sozusagen. Schlimmere Version, der Hund zeigt sozusagen alle Stresszeichen, die man auch gleichzeitig zeigen kann, anatomisch. Wieder das typische Stresshecheln, das heißt, die weit nach hinten gezogene Lefzenzunge hängt heraus. Die Augen sind weit geöffnet,
bisschen glasig sogar. Die Ohren sind nach hinten zurückgelegt. Also der normale Ohrenansatz wäre eigentlich da bei dem Hund. So weit vorne wären sie im Alltag. Der hat sie zurückgelegt. Die Körperhaltung ist insgesamt sehr kompakt zusammengedrückt und auch typisch die eingezogene Rute. Bei der Rute ist auch noch zu sagen, dass das sehr rasseabhängig ist. Es gibt manche Rassen, die haben eine Ringelrute, die über den Rücken raufgeschlagen wird. Die Windhunde, wie wir da auch ein kleines Windspiel haben, die haben die Rute oft eher am Bauch nach unten eingezogen in ihrer normalen Körperhaltung. Und da ist ganz wichtig zu sagen, okay, so schaut mein Hund im Alltag aus, so schaut er aus, wenn er zufrieden ist, wenn er entspannt ist. Und dann erkennt man, okay, die Rutenhaltung ist jetzt deutlich niedriger als im Alltag. Und das erkennt man auch bei den Windhunden, wenn die Rute dann wirklich bis zum Bauch hochgeschlagen wird sozusagen, dass sie dann auch Stress- oder Angstverhalten haben und im Alltag die Rute halt einfach normal niedriger getragen wird. Und auch die Hunde mit Ringelrute, die können auch die Rute nach unten bewegen und sogar bis an den Bauch ziehen, wenn sie wollen. Geht bei denen halt nicht ganz so schnell. Weitere Stressverhalten sind häufiges Schlucken, häufiges Blinzeln. Also das machen sie unter anderem auch sehr schnell, dass man das sieht. Man kann auch immer beobachten bei irgendwelchen Aufführungen oder sowas, ist der Hund gerade entspannt, hat er eigentlich Stressverhalten und da ein bisschen darauf achten, wie sind die Signale, die der Hund sendet. Und dann erkennt man auch, wie das dem Hund gefällt in Wahrheit. Ein ganz wichtiges Thema sind auch Beschwichtigungsverhalten. Die sind benannt nach der Turit Rugers als Calming Signals. Seine Hundetrainerin, die da auch ein eigenes Buch darüber geschrieben hat. Und Beschwichtigungsverhalten ist einfach Verhalten, was deeskalieren soll. Das heißt, es soll runterbringen, beruhigen und sagt, ich tu dir nichts, tu du mir nichts. Und das ist ein Signal für andere. Und auf dem Bild sieht man schon Beschwichtigungssignale von meiner Hündin da mit dem Welpen. Sie wendet den Blick ab, geht in einen Bogen. Also wenn man da schaut, die Füße sind parallel versetzt. Die eine Pfote ist angehoben und sie ist da sehr erstarrt. Und der Blick ist auch abgewendet. Also alles, was sie so ein bisschen hinausnimmt und halt verlangsamt, ist dann auch ein Beschwichtigungssignal. Hier sieht man ein weiteres Beschwichtigungssignal. Da kommt die Terrierhündin sehr forsch auf den Ridgeback zu. Man könnte am Anfang sagen, okay, eine freundliche Begegnung. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass hier die Zunge vom Ridgeback heraus ist, vom großen Hund. Das ist eine Licking Intention. Das zeigen Hunde oft in Situationen, die ihnen zu nah sind. Also wenn zum Beispiel ein Hund auf den Arm raufgenommen wird oder sowas, gerade bei kleinen Hunden, die machen oft diese Licking Intention. Und das zeigt ihnen einfach, also das sagen sie mit einfach, okay, ich tu dir nichts, also bitte vorsichtig sein, ein bisschen Abstand halten und wir bringen das Ganze freundlich über die Bühne. Also das ist einfach so ein kurzes Rauschen schnell mit der Zunge. Muss man oft Videos auch in Zeitlupe anschauen, damit man das wirklich wahrnimmt, weil das für unsere Menschen auch oft wirklich sehr schnell geht. Der große Hund zeigt zusätzlich auch noch, dass er die Ohren ein bisschen zurückgenommen hat und den Kopf abgewendet hat. Das sind alles Signale, die sagen, geh bitte ein bisschen langsamer auf mich zu, ich bin dir freundlich gesinnt, du musst nicht ganz so forsch und lustig daherkommen. Wir können uns auch ruhig begegnen. Und hier sieht man auch noch ein klassisches Beschwichtigungszeichen. Das Pfote heben, wie auch auf dem vorherigen Bild. Und Blick von der Kamera abgewendet. Der Hund wollte nicht im Schnee sitzen, hat für das Foto sich hinsetzen sollen und hat da gesagt, naja, wirklich gefallen tut es mir nicht, also bitte lass mich schnell wieder aus der Situation heraus und wir gehen wieder freundlich weiter. Auch ein typisches Beschwichtigungssignal sieht man häufig auch auf den Fotos, dass die Hunde, gerade wenn sie eng mit den Menschen fotografiert werden, sehr viele Beschwichtigungssignale zeigen. Zum Abschluss möchte ich noch das Spielverhalten vortragen sozusagen, weil Spiel ist oft die Frage, ist es Spiel, ist es ernst, was die Hunde machen? Und da tun sich viele Hundebesitzer schwer, das wirklich zu erkennen. Beim Spielverhalten ist generell, dass die ganzen Bewegungen sehr ausgelassen sind. Das heißt, es ist alles übertrieben, auch von der Gesichtsmimik und die Rollen wechseln sich auch ab. Also hier die beiden Hunde, die haben da ein Nahspiel, da tun sie mit dem Maul so gegeneinander rangeln. Und da ist es nicht, dass der eine am Rücken liegt und der andere immer am Bauch liegt und drüber ist, sondern das wechselt sich dann auch immer ab. Das heißt, dann liegt
der Hund auf dem Rücken und der andere knabbert von oben runter und sie können beide mit dem Maul weiter ringen. Generell läuft so ein Spiel dann auch oft noch leise ab, kann aber auch mit ein bisschen Spielgeknurre unterstützt werden. Da hört man aber dann den Unterschied, dass das einfach melodischer klingt als ein ernstes Knurren. Und da haben wir noch einmal ein Spiel, ein Rennspiel. Und da sieht man sehr deutlich die aufgerissenen Augen, Gesichtsmimik, alles wieder nach hinten. Das ist auch ein Spielzeichen bei beiden Hunden. Und da ist es auch wichtig beim Rennspiel, dass sich wieder die Rollen abwechseln. Das heißt, einmal ist ein Hund vorne, dann ist der andere Hund vorne. Das heißt nicht, ein Hund, der immer den Hasen spielt und alle anderen Hunde sind hinterher und stürzen sich drauf, wenn er mal stehen bleibt, sondern eben die Rollen wechseln, das ist harmonisch und es gibt auch Pausen dazwischen. Das heißt, die Hunde bleiben dann oft stehen, klären ab, was die Situation noch und dann rennen sie wieder weiter. Generell beim Spielverhalten ist es auch wieder, wie bei auch kleinen Kindern sehr häufig, es ist super lustig, es schaukelt sich immer mehr auf und irgendwann wird einem oder beiden zu viel und dann eskaliert es eher. Das heißt auch, ruhig einmal die Hunde aus dem Spiel zwischendurch abrufen, herausbringen und dann wieder ins Spiel hineinbringen und dann können sie wieder weiter starten. Einfach, dass man da eine Pause mal hineinbringt, dass alles freundlich verläuft sozusagen und harmonisch noch ist. Und wenn dann ein Hund nicht mehr weiter ins Spiel geht, dann sagt eigentlich jeder mit sehr deutlich, ihm hat es eigentlich gereicht. Weil wenn er noch weiterspielen möchte, dann könnte er es dann. Zu dieser Präsentation habe ich eine Zusammenfassung auch auf unserer Homepage. Das ist www.animal-train.at. Wieder auch zu sehen. Und da einfach auf den Download-Bereich klicken und da ist dann Handout-Ausdrucksverhalten vom Hund. Da habe ich das auch mit Beschreibung und Interpretation noch einmal zusammengeschrieben, wo man einfach ein bisschen einen Leitfaden hat, wie man das Ganze angehen kann, wenn man sagt, okay, man möchte seinen Hund weiter beobachten, ein bisschen dahinter sein. Und für die ganz Lesefreudigen habe ich unter Veröffentlichungen auf der Homepage auch meine Abschlussarbeit vom Universitätslehrgang. Und da sind, also ist das ganze einleitende Kapitel eigentlich ein Leitfaden über die Hundesprache, wo wirklich die ganzen Verhaltensweisen einzeln geschildert werden. Also was heißt es, wenn die Ohren vorne sind, was heißt es, wenn die Ohren hinten sind, wenn sich die Mundwinkel verändern, was ist ein aggressiver Gesichtsausdruck, was ist ein ängstlicher Gesichtsausdruck. Also da habe ich das Ganze quasi als mehr oder weniger Leitfaden auch aufgeschlüsselt und zum Nachschlagen. Und wenn es dann nur weiter interessiert, dann kann man sich dann auch die Auswertung von meiner Studie durchlesen, was dann ein bisschen mehr in den wissenschaftlicheren Bereich reingeht. Weitere Vorträge, die ich morgen noch halte, ist einmal ein Vortrag über Hunderassen und ganz besondere Merkmale, die diese haben, um 11 Uhr. Und um 13 Uhr widme ich mich dem alten Hund und was man da noch so beachten kann, dass sich auch dieser wohlfühlt. Mit meinem Trainingsstand, sozusagen meinem Messestand, bin ich da einmal schräg quer durch am Nehmer Markusplatz, gleich der erste. Also da können Sie auch gern vorbeikommen und Fragen stellen. Auch jetzt bin ich noch für Fragen gerne zur Verfügung da und können sich gerne für weitere Informationen quasi zu uns gesellen. Und auch Leckerlis für die Hunde mitnehmen. Gut, dann danke für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch viel Spaß bei den Dog Days. Dankeschön, Dankeschön Sarah. Ich brauche immer ein bisschen länger mit meinem Mikrofon. Ich habe noch eine Frage, das habe ich jetzt nicht mitbekommen hinter der Bühne, ob du das auch behandelt hast. Gibt es einen Unterschied bei Frauen und Männern, wie der Hund zu lesen ist, dass eine Frau das vielleicht sogar besser kann als der Mann? Ja, ist bei meiner Studie rausgekommen. Also die Frauen waren insgesamt besser als Männer und das Alter hat auch positiv ausgewirkt. Also egal, ob man einen eigenen Hund gehabt hat oder nicht, hat man mit dem Alter das Hundeverhalten besser lesen können. Liegt einfach an dem Einfühlungsvermögen der Frauen, nehme ich einmal an. Ja, also meine Interpretation bei der Diskussion war dann, dass es eben auch ist, weil Frauen lernen, mehr Emotionen und Gefühle zu zeigen, auch schon in der Kindererziehung, also da ist doch dieses typische Rollenbild noch da. Und dass es sicher auch damit wirkt, dass Frauen auch mehr Zeit mit dem Hund verbringen und einfach sich die Geduld nehmen zu interpretieren und zu beobachten. Ja, das ist so. Das stimmt. Gut, dann sage ich ganz herzlichen Dank, Sarah. Viel Spaß auch heute noch am Markusplatz. Wir sehen dich ja dort noch einmal beim Dog Dance. Genau, um 6 und um 8 haben wir Vorführung mit meiner Hündin. Sehr super, mit der Taluna, da freuen wir uns drauf. Danke herzlichst und morgen sehen wir uns wieder hier auf der Bühne am Palmenplatz. Genau, wunderbar. Danke sehr. Danke, Sarah.
vielen Dank auch für Sie, auch an Sie, dass Sie hier waren und zugehört haben bei diesem sehr interessanten Vortrag von der Sarah Lehner. Wie gesagt,